Hallo, hörst mich ab an der Rampe. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch das allererste Mal in meine neue Single, die Rampensau, reinhören lassen. Doch bevor ich die euch jetzt hier gleich mal vorspiele, würde ich mal noch kurz ein paar Worte dazu sagen. Ich erzähle einfach mal ein bisschen über den Aufbau der Nummer. Und zwar, ich schreibe ja eigentlich den Großteil meinen Songs selbst. Die Nummer wurde mir von dem Songwriter angeboten, von Laios, vielen Dank an dieser Stelle, ob ich die Nummer denn machen würde, ob sie zu mir passt. Ich fand die anfangs noch nicht so mega geil, habe mich dann mit ihm zusammengesetzt, wir haben dann textlich noch ein paar Sachen abgeändert, also ich habe auch noch meinen kreativen Input reingehauen, melodisch noch minimal was, und damit ist quasi der Startschuss für die Rampensau gefallen. Und dann läuft das Ganze eigentlich so ab, dass die Nummer an meinen Produzenten geht, an den Albert, habe ich euch auch schon davon erzählt, und er produziert dann quasi die komplette Spuren, macht die Sounds und alles dazu, und ich habe dann im Studio die Vocals recorded, sprich die Nummer eingesungen, die Chöre dazu gemacht und auch die Tuba dazu eingespielt. Und dann hat Albert die Spuren bekommen von mir und er hat jetzt quasi die Nummer voll fertig, gemischt, produziert, gemastert, whatever. Und das allererste Ergebnis von dieser Nummer hört ihr ganz genau jetzt. Wobei, halt, Freunde, ich muss euch erstmal noch das Cover dazu zeigen. So sieht das ganze Cover hier aus, von der neuen Rampensau in meinem schönen Blau gehalten. Und jetzt hört ihr aber wirklich den ersten Take dieser neuen Nummer. Ich hoffe, euch hat schon mal der erste Eindruck überzeugt, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne die Kommentare, also hier in YouTube, da unten rein, wie ihr die Nummer bisher findet. Ich freue mich drüber. Die Nummer wird es dann ab 6. März auch auf diesem YouTube-Kanal mit fertigem Video pipapo geben. Könnt euch drauf freuen. Und ja, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? 3 hours later. Okay, ich habe jetzt gerade eine Stunde gefühlt überlegt, was ich noch dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also denkt dran, am 6. März diese Woche am Freitag wird die Nummer rauskommen. Checkt YouTube ab, in Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr Musik hört, wird die Nummer zu finden sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen, lasst ein Abo da, whatever. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Nummer oder zu dieser Geschichte, wie die Nummer entsteht, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Vielleicht mal noch einen ganz kurzen zeitlichen Ablauf. Ich bin an der Nummer jetzt gefühlt schon seit einem Jahr dran, bis der richtige Zeitpunkt war, weil dann noch die Tiki-Taka-Pisten-Edition kam und so weiter. Und deshalb kommt sie jetzt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt halte ich wirklich meine Klappe, bin wirklich am Ende.